Schiffbruch, Lenkstein. Ist er da? Ja. Ist er da? Martin. Mosche, bitte, Mosche. Na? Schön leere Schreibtisch, so muss es aussehen. Moje. Mosche. Also, jetzt wird ernst, ich werde hier den Laden übernehmen. Da wunderbar. Aber hier da die ganze Zeit sauber. Das wird nichts, ne? Ich mache mit Ihnen jetzt einfach heute dir und ich übernehme hier drin das ab. Wunderbar, dann kann ich wunderbar, auch wunderbar, ist es jetzt, ich werde das alles besser machen. Ah ja. Ihnen steht es hier schon, ich habe immer recht. Ja. Jetzt, haben Sie noch was mitzunehmen? Ja, mein Schuss. Schokolade, ein bisschen Schokolade. Ja, oder so. Das liegt da hinten, glaube ich, in der Schmidtschule. Guckt euch doch einmal den Schreibtisch da an. Betrachtet doch einmal den Schreibtisch. Da hat doch keiner was geschafft. Sieht nicht aus, als hätte jemals einer was geschafft. Da kann doch nicht einmal einer vortäuschen, geschafft zu haben. Da läuft doch, da läuft überhaupt nichts. Da ist noch der Stab, also der Feinstab vom Julius Reiber drauf, der war 1948 der Heubäuermeister. Und auf dem Tisch, kann mich noch genau erinnern, schon ein paar Jahre her, da hat sein kleiner Knechtl noch der Bäuermeister gespielt. Da hat es früher dann noch ein Aquariumchen gestanden. Aquariumchen mit so einem Goldfisch drin. Das ist auch fort. Habe ich zum Raphael gesagt, sag mal, Raphael, wo ist denn das Aquariumchen mit dem Fisch da hin? Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Das Tier hat zu viel Hektik ins Büro gebracht. Also hier, an dem Konferenztisch, oder wie man da dazu sagen kann, hier laufen die Fäden zusammen. Hier wird so manches ausbaldobert und hier spielt die Musik. Beim OB da drüben, da werden nur Fratzen gemacht. Zu dem kommen nur die Mahne, die wichtig zu sein, die kommen daher nicht zum Bäuermeister, die richtig wichtigen. Die richtig wichtigen, die kommen hierher an diesen Tisch zum Herr Bäuermeister. Zum Beispiel die Schullehrer oder die Schuldirektor. Wenn sie nicht gerade zufällig 45 Wochen Ferien am Stück haben, aber sonst kommen die daher. Hier hat schon selbemals der Bäuermeister Knechtl wichtige Entscheidungen gestanden. Der stand vor der Entscheidung, setze ich überall in der Stadt Stiefwiederscher hin oder Tulpen. Sein Nachfolger, der Glenz, das war ja so ein Schöner, der hat vor der wichtigen Entscheidung gestanden, was esse ich morgen früh? Esse ich Haspelchen mit Sauerkraut oder Schweinebauch mit Brot? Heute steht der Bäuermeister Reiser vor der Entscheidung, ob er Personal einstellen soll für die Innenstadtwache oder ob er sich selber hinstellen soll. Zeit hat er ja, Zeit hat er jede Menge. Der Bruch ist entschlampt. Die Farbfestgeländer von den Wuchsfreunden bezahlt. Die Eintracht-Fans sind entsorgt. Und die paar Millionen für die Berufsschule, die leiern da dem Schuldenberg, dem Schellenberg aus der Rippe. Also alles im grünen Bereich, bis auf unser Ample. Aber da haben wir wenigstens noch ein bisschen was Rotes in der Stadt. Ja, Frau Merkel. Ja, wir haben es schon schwer, ja. Die Regierreise, die ist nicht so einfach, ja. Wo müssen Sie noch hin? Zum Charles, was war Charles? Der Charles de Gaulle, der ist ja schon tot. Ach, Charles Aznavour, der auch nicht. Aber Moment mal, Frau Merkel, Frau Fleckenstein, sagen Sie doch bitte mal dem Herrn Oberbürgermeister Patsch Bescheid, dass er zum Rapport vorbeikommt, gell? So in 10 Minuten, ich bin gleich fertig mit der Frau Bundeskanzlerin, gell? Ich muss dann Schluss machen, das ist nicht so einfach. Ich hab's auch nicht einfach da in unserer... Ja. Ja, gut. Aber vielleicht sehen wir es mal, ne? Also,
Mach es gut, Frau. Sie wissen ja, wie sie heißen, ja? Also, tschüss denn. Ja, Frau Merkel, tschüss. Tschüss. Also, ich habe Folgendes formuliert. Allerliebste Heinerinnen und Heiner. Schon mal ein guter Anfang. Ich finde das schon ein schöner Anfang. Bevor Sie mich zum Schlechtschwätzer des Jahres küren, sage ich Ihnen, wie es ist. Ich erhielt im Jahr 2017 am Anfang die Information, die Arbeit ruft. Da habe ich gesagt, sag ihr, ich rufe zurück. Und wie das so ist, wissen Sie ja, im alltäglichen Tohuwabohu unserer wissenschaftlichen Digitalstadt habe ich das dann allerdings vergessen. Und deshalb wollen wir mal gucken, was wir in dem Jahr alles nicht fertig kriegen oder was wir alles planen und erst gar nicht anfangen. Ein Ziel habe ich erreicht und dafür danke ich ganz herzlich der überschaubar geringen Anzahl an Wählern, die die gut versteckte Wahlurne aufgesucht und mich trotz der überschaubaren Konkurrenz zum Oberbürgermeister gewählt haben. Doch eins, liebe Bürgerinnen und Bürger, liegt mir persönlich trotz aller Vorzüge unserer Digitalstadt und trotz aller Möglichkeiten ernsthaft und sehr am Herzen. Benutzt euer Sozialnetzwerk so, wie es gemeint ist, nämlich human und menschlich. Und nicht so, wie in letzter Zeit immer wieder und immer schlimmer passiert ist, zum Beispiel vergangen, gehe unsere Polizei, das ist alles weit unter der Gürtellinie. Denn dazu fällt mir nur der alte Witz ein, der da lautet, treffen sich zwei Welle in der Nordsee, und da sagt die eine zu der anderen, ich glaube, ich muss brechen. Könnte ein bisschen heißer sein. Wow, ja. Ja, ich habe ja hier noch einen Lausen. Habt ihr nur Schwester gemacht? Schon gut. Ist schon gut. Frau Lengstein.